Und wo soll ich eigentlich hingucken? Zu mir. Auf zu dir, nicht in die Linse, sondern zu dir. Also ich tue so, als hätten wir uns noch gar nicht gesehen. Okay. Die Kunst- und Wunderkammer ist was, was nicht jeder kennt, aber alle, die sich mit Renaissance-Kunst beschäftigt haben, wissen, dass die ursprüngliche und eine der berühmtesten Wunderkammern hier in der Gegend ist, und zwar im Schloss Ambras. Er ist jetzt gar nicht, glaube ich, durch die Welt gereist, der Erzherzog, sondern er hat sich viele dieser Sachen gekauft. Mhm. Zum Beispiel dieses Hirschgeweih finde ich auch unheimlich spannend. Natürlich weiß keiner, wie es da reingekommen ist. Das ist halt exotisch. Vor allem hier auch diese schwarzen Büsten, die sind, finde ich, total interessant, weil die sind sowieso dreidimensionale Silhouetten für mich. Ich meine, ich mache seit über 20 Jahren Porträts, deswegen interessieren mich die Porträts besonders. Das ist eine Frau, die Philippine Belsa. Aber die Sammlung ist, würde ich mal sagen, ist sehr von ihm beeinflusst. Also sie hat auch ziemlich viele maskuline Züge. Das kann man über fast alle Renaissance-Wunderkammern sagen. Meine Wunderkammer wird was speziell Weibliches haben. Alles hat irgendwie eine Resonanz. Also ich soll mich vorstellen. Okay. Mit Namen und allem drum und dran. Okay. Also, mein Name ist Bettina von Zweel und ich bin in München geboren, lebe aber seit über 20 Jahren in London. Sorry. Okay. Los geht's. Mein Interesse an der Fotografie hat angefangen, da war ich ungefähr 15 und habe meine Freundinnen fotografiert. Und natürlich interessiere ich mich sehr für Malerei und die Geschichte der Malerei. Die Renaissance insbesondere interessiert mich als Epoche. Und ja, dann siehst du hier diesen Spiegel aus der Renaissance. Wenn man da reinguckt, dann sieht man sich halt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und es gibt ein konvexes Porträt in Wien, in der Kunsthistorischen Sammlung. Also bitte den Platz. Das Ganze ist inspiriert von diesem Porträt von Parmigianino. Mhm. Er hat sich selber gemalt und deswegen machen wir auch ein paar Selbstporträts heute. Okay. Die Welt um diese Mädchen herum, die wird sich wahrscheinlich ein bisschen drehen, obwohl sie im Studio sind. Und das, finde ich, eben hat irgendwie was Zeitgeistmäßiges. Im Moment dreht sich ja irgendwie alles, also politisch und ökologisch. Und ich denke mir eben, das ist was total Wichtiges, dass ich irgendwie auch die Themen, über die wir im Moment nachdenken und die auch besonders junge Menschen betreffen, reflektiert werden in der Arbeit, die ich mache. Ich muss nur kurz den Film wechseln. Das hat sich immer ganz bequem. Was geblieben ist, ist wahrscheinlich das Profil und das Interesse am menschlichen Profil. Was ich über die Jahre immer mehr ins Abstrakte gezogen habe. Also die Silhouette hat ja was sehr Abstraktes. Und ich denke, das Profil hat eben was sehr Geheimnisvolles, weil man immer nur die Hälfte sieht des Menschen und die andere Hälfte bleibt verborgen. Das spiegelt so den Menschen an sich, weil man weiß ja über den Menschen auch immer nur einen kleinen Bruchteil. Man weiß ja nie alles. Das Porträt ist untrennbar von dem Interesse am Menschen und mein Interesse an Psychoanalyse und die Geschichte der Psychoanalyse. Und ich glaube, die zwei sind für mich, also die gehören zusammen. Das sind jetzt drei Innsbruck-Arbeiten. Das ist immer wieder dieselbe Studentin, aber eine andere Interpretation und auch
andere Assoziationen. Das neue Thema, was mich besonders interessiert im Moment auch noch, ist, sind eben die Cutouts, die ihren Ursprung in Innsbruck gefunden haben, wo halt wirklich dann ein ganzes Element im Porträt rausgenommen wird, was dann aber wieder was Neues schafft, also dieses Positiv-Negative und auch, dass man wirklich im Rahmen sieht, wie das Wellen schlägt und wie lebendig so ein Stück Papier eigentlich ist. Zum Beispiel hier verbindet sie sich mit der Hand von einer anderen Studentin, was mich so ein bisschen erinnert auch an die Handsteine in der Kunstkammer oder die Pokale oder diese verzwirbelten Figuren. Dasselbe passiert auch hier oben. Es geht dieses Mal um die Kinderanalyse. Daher auch die Couch aus meinem Studio und das Porträt von der Couch der Anna Freud. Ein Thema, was mich auch schon seit Jahren interessiert, ist eben die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und dann habe ich mit der Veronika Berti gesprochen und die hat dann gemeint, ja, und sie hätte ihren Mann, ist Biologielehrer und der passt auf die Schweine auf in der Schule. Und dann haben wir versucht, die Schweine ins Studio zu bekommen, aber es sieht so aus, als wäre das nicht möglich, weil die wollen immer zusammenbleiben. Und stattdessen haben wir jetzt Tauben und Hühner. Jeder, der mal sich hat fotografieren lassen im Studio, der weiß, dass da irgendwie eine gewisse Intensität vorhanden ist und damit spiele ich eben gerne. Und das wird natürlich dann erhöht, wenn man noch Tiere dazu bringt oder Regen oder Musik und was Neues dabei entsteht. Dann, wenn die Hühner auch draufstehen, dann bleibt das selbstverständlich. Aber du bist schon lang. Ich kann auch einen Huhn und einen Hahn zusammen. Ja, da bleibt das sicher überstehen. Ja. Aber jetzt probieren wir es mal so. Ja. Der Hahn, man weiß nicht genau, wo er hinschaut. Schaut er nach unten oder nach oben? Aber er schaut darüber und er kommt ja schon zweimal vor. Einmal halb und einmal ganz. Okay, good timing. Und diese schwarze Rabe, den habe ich mitgebracht mitsamt Staub und Spinnenhaaren und Spinnenweben. Um auch meine eigene Wunderkammer zu machen, bringe ich aus London viele Arbeiten mit. Und eben jetzt besonders bei den Habsburgern war das total offensichtlich, dass die also Hunde geliebt haben. Und deswegen wollte ich eben eine Wand nur Hunden widmen. Mich interessiert natürlich auch immer die Rolle der Frau in der Kunst, sowohl als Modell, als auch als Sammlerin oder als Patronherrin oder als Macherin. Und insofern ist die Frau sehr präsent in meiner Wunderkammer, was auch wieder einen Kontrast bildet zu der traditionellen Wunderkammer, die meistens meiner Meinung nach von Männern gestaltet wurde. Das gesamte Wissen der Zeit war unter einem Dach bei den Fürsten in der Renaissance. Und jetzt ist es eher so, dass man davon ausgeht, man weiß eigentlich nur einen Bruchteil von allem, wenn überhaupt. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Betrachter selber seine eigenen persönlichen oder ihre eigenen persönlichen Verbindungen findet. Solche Sachen finde ich immer besonders spannend, wenn man eigentlich nur davor steht und man muss einfach damit leben, dass man nichts weiß. In meiner Wunderkammer geht es eher so um die Grenzen des Wissens vielleicht und dass man eigentlich so wahnsinnig wenig weiß und dass es aber auch okay ist, dass man nicht alles wissen muss.